Danke. Ja, aus der Box, Maxi. Zu diesem Wanderweg kann ich nur sagen, geil, geil, geil. Guten Morgen auf Find the Silence und hallo aus der Eifel. Wir sind an der netten Nette. Naja, den Spruch hat wahrscheinlich schon jeder gemacht, aber der Fluss hinter uns heißt Nette. Und Maxi und ich und der Kaulemann, wir wollen heute den Nette Schieferpfad laufen, der hier in 9 Kilometer einmal entlang der Nette zu fantastischen kleinen Bergpfaden, zu einem Tunnel und zu anderen wunderschönen Sehenswürdigkeiten führen soll. Wir haben schon etliche Bilder gesehen und freuen uns riesig. Es ist Regen angesagt, Dauerregen, aber bisher ist es noch herrlich trocken. Wir hoffen mal, dass wir irgendwie durchkommen auf dieser kleinen Tour. Ebenfalls hoffe ich, dass du mitkommst. Drück doch gerne den Abo-Knopf, vielleicht schon mal ein Like, falls dir das Filmchen gefällt. Und dann wünsche ich dir zusammen mit Maxi und mir ganz, ganz viel Spaß. Also, jetzt nichts wie los auf den Nettepfad. Und eins kann ich dir gleich sagen, allein schon der Parkplatz ist die Anreise wert. Hier gibt es so viel zu sehen. Es ist einfach nur klasse. So, genug gelabert. Los geht's, Maxi. Lieber Kaulemann, du wirkst mir etwas unflexibel. Deshalb machen wir lieber so rum. An dieser Stelle einen kleinen Gruß an die Wandersocken, die hier etwas gezogen haben. Wir würden uns interessieren, wie die Blumen inzwischen aussehen. Könntet ihr uns das mal zeigen? Langsam. Ja, sitz. So, der erste Kilometer ist geschafft und Maxi Leckerli, ich bin begeistert. Ein wunderschöner Pfad, immer entlang der Nette, aber jetzt geht es weniger nett nach oben, denn es gibt einige Höhenmeter, da mache ich mich mal besser ein bisschen bergfest. So, irgendjemand kümmert sich sehr, sehr liebevoll um diesen Wanderweg. Überall hängen Schilder mit weiteren Informationen. So auch zu dieser kleinen Hütte, zum Pausenplatz mit Quelle. Es ist zwar von Erfrischungen die Rede, leider habe ich hier nicht allzu viele Erfrischungen gesehen, aber das macht nichts, wir sind ja erst gerade losgelaufen. Maxi, wir müssen jetzt hoch ins Schiefergebirge. Bist du bereit? Langsam.
sehr, zeigt zum Ausblick. Maxi, Gipfel, ja, aus der Bank, Maxi, oh, schön. Wir sind am Aussichtspunkt auf die Trimpfer Schweiz und zwar schon ganz weit oben. Es gibt sagenhaft viele Bänkchen und wunderschöne Wege. Als Mensch mit Schweizer Wurzeln kann ich allerdings sagen, nein, das hat mit der Schweiz mal wieder gar nichts zu tun. So wie viele andere Schweizer in Deutschland auch nicht. Aber schön ist auf alle Fälle, nicht wahr, Maxi? Und da sind wir unten hochgekommen, du arme Socke, Maxi. Dieser Pfad ist hier wirklich nicht gelogen. Da geht's lang. Gartensperre. Abstieg. Ah, das ist schön. Aufpassen, Maxi, wir müssen da hoch. Wunderbar.
Tatsächlich hat uns jetzt doch der Regen erwischt. Wir sind die letzten 2-3 Kilometer etwas schneller gelaufen, also vor allem Maxi, weil wir sagten, bevor der richtige Regen kommt, wollen wir hier in diesem grandiosen Tunnel sein. Wann kann man mal durch einen so schönen Eisenbahntunnel wandern? Gibt es auch selten. Wir warten 10 Minuten, bis der starke Regen ein bisschen nachlässt. Trocken wird es jetzt wahrscheinlich nicht mehr werden, aber es sind nur noch 2 Kilometer bis zurück ins Dörfchen. So lang machen wir ein bisschen Pause und lassen den letzten Weg Revue passieren. Der nette Schieferweg, der nette Schieferpfad, verspricht nichts, was er nicht auch hält. Denn es geht entweder auf netten Wegen entlang der Nette, also wirklich wunderschönen Pfaden, oder es geht auf netten Pfaden durch den Schiefer, also wirklich auf wunderschönen Pfaden. Einfach grandios. Er ist so unglaublich liebevoll gemacht. Wow. Einfach nur wow. Deswegen halte ich jetzt die Klappe, sonst komme ich noch eine Stunde ins Schwärmen und trinke noch was und esse noch was und dann geht's gleich weiter auf dem netten Schieferpfad. Dann müssen wir irgendwie durch. Heureka! Gipfelblick! Glückwunsch, Maxi, wir haben den Gipfel der Tour erreicht. 295 Meter über Normalnull. 800.000 Meter über dem Tal. Gratulation, Maxi. Bitte? Nein, keine Gratulation. Mein Hund findet es nicht allzu beeindruckend, dass wir es hier hochgeschafft haben. Ich bin am Pumpen. Es lag sicherlich an zu wenig Bananen. Der Blick ist aber geil. Und da müssen wir hin, Maxi. Nach Trips, Trinks, Drucks. Ich habe keine Ahnung, wie das Ding heißt. 1,4 Kilometer bis zur Heimat. Ich setze meine Mütze mal auf. So. Ich bin... Sieht gut aus, Maxi. Super. Auch wenn dort oben der Verkehr rauscht, wir machen an dieser Stelle Schluss, denn dort vorne ist der Parkplatz und da steht Günther. Was war das für ein wunderschöner Wanderweg, der nette Schieferpfad. Traumhaft wunderschöne Wege, wahnsinnig viele Pausenplätze, tolle Aussichten, ein Wasserfall, ein Tunnel, ein Viadukt und was noch alles. Auf dieser 9 Kilometer langen Strecke mit den ungefähr 300 Höhenmetern, die sich als deutlich mehr angefühlt haben. Wundervoll, einfach nur ein Traum. Die Eifel hat so schöne Wanderwege, was sich hier mal wieder bestätigt hat. An dieser Stelle ein Dankeschön an alle Wegpaten dieser Erde, egal ob Nordpfad, Löwenpfad, Traumschleife oder Traumpfad. Ohne euch gäbe es so tolle Wanderwege nicht. Und dieser hier war besonders fleißig. Überall sind tolle Infotafeln aufgehängt, besondere Wegmarkierungen, geschichtliche oder natürliche Dinge, die erklärt werden. Ein Traum. Ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, falls du das siehst, und an alle Wegpaten ebenfalls. Max und ich steigen jetzt ins Wohnmobil, machen eine kleine Pause und essen etwas und dann geht's weiter auf unserer kleinen Fahrt durch die Eifel. Mal schauen, was noch alles kommt. Auf alle Fälle wollen wir noch den Höhlen- und Schluchtenpfad laufen. Ich hoffe, du bleibst dabei und lässt auch gleich ein Like für diese Tour und ein Abo, damit du die nächste Tour nicht verpasst. Und dann sage ich dir das, was ich dir immer wünsche, nämlich eine schöne Woche und find the silence. Zu diesem Wanderweg kann ich nur sagen, geil, geil, geil.